Hallo ihr Lieben. Ja, ihr werdet es kaum glauben, aber ich habe einen Haul für euch. Jawohl, ich war mal wieder im Action und habe einige schöne Sachen gekauft und die möchte ich euch jetzt zeigen. Genau. Also, das nehmen wir mal zur Seite, das ist wirklich interessant. Also, als allererstes haben wir für alle Näher, die auch mal gerne mit Baumwolle nähen, es gibt wieder neue Baumwollstoffe. Und zwar sind da jeweils 5 Bögen drin, also 5 Stoffe drin, in den Maßen 50 x 50 cm aus 100% Polyester. Und ich muss sagen, 50 x 50 cm, das ist wirklich schon einiges. Und ja, hier kann man ungefähr sehen, welche Stoffe drin sind. Ich hoffe, ihr erkennt ein bisschen was. Ich glaube nicht. Dann machen wir das Ganze einfach mal auf. Ich hatte mir schon beim letzten Mal welche gekauft, aber jo. Bis jetzt bin ich noch gar nicht dazu gekommen, die zu vernähen. Ja, pink mit Pünktchen, dann haben wir hier blau, also so ein schönes Jeansblau mit Rosen. Pink gestreift mit Rosen, also das ist sehr blumig. Hier sind auch nochmal Rosen auf einem türkisen Hintergrund. Und hier pink mit Rosen, genau. Also das sind so die Farben, die drin sind. Und für 1,88 Euro kann man da echt nicht meckern. Und Leute, schaut mal, ich habe einen Kassenzettel. Juhu. So, genau. Und weiter geht's. Also, ich habe das gefunden. Und das musst du natürlich mit, ne? Keine Fragen. Es gibt Bilderrahmen, die nennen sich Bilderrahmen Tropik. Und da gibt es einmal die Kakteen, dann gibt es Flamingos, Ananas und so ein Palmenblatt, genau. Und natürlich auch der Kaktus. Und ja, ihr wisst ja, die sind so süß, darum mussten die mit. 99 Cent. Dann habe ich etwas bekommen und da habe ich mich gefreut. Denn es gab tatsächlich... Moment. Mal etwas, das ich in einem anderen Haul gesehen habe, und zwar etwas Neues, und zwar Aquarellfarben. Aquarell Malset 12 Farben. Ich habe gleich 2 gekauft, weil jo, ne, auf einem Bein kann man so schlecht stehen. Und vielleicht packe ich mal eins mit in irgendeine Tauschpost oder Ü-Post oder ja, wie auch immer. Und ich zeige euch das mal. Also, ihr habt hier so einen Farbkasten und da sind 12 Aquarellfarben drin. Ja, also ich koloriere ja eigentlich nur mit Aquarellstiften, aber ich habe mir gedacht, ich versuche das jetzt auch einfach mal mit Aquarellfarben. Das kann ja nicht viel anders sein. Und ja, die werden wir dann mal zusammen testen, denke ich. Genau, also ihr habt so einen Farbkasten mit 12 verschiedenen Farben und der kostet 99 Cent. Und die sind jetzt auch neu. Ja. So, und dazu gab es gleich auch die passenden Wassertankpinsel. Und das fand ich super. Wobei diese mir wirklich schon, ich sehe das schon, sehr, sehr groß sind. Aber ich teste die mal. Vielleicht funktioniert es ja. Pinsel für Wasserfarben, ja. Wenn nicht, ich habe ja noch welche zu Hause. Die kosten 94 Cent. Genau. So, dann durften wir wieder mit Pinsel. Auch damit kann man natürlich super mit den Aquarellfarben arbeiten. Da braucht man nicht unbedingt genau. Und ich fange schon wieder an zu stammeln, ja. Diese Wassertankpinsel, genau, das wollte ich sagen. Ich habe mir hier nochmal diese für Acrylfarben und für Ölfarben mitgenommen. Ich nehme ja sonst immer die kleinen Sets, die gab es jetzt leider nicht. Da war ich schon echt verzweifelt. Aber da habe ich die mal mitgenommen, die kosten 1,99 Euro.
So, dann habe ich, ja, ich habe sie endlich bekommen. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Und zwar diese kleinen zuckersüßen Blöckchen. Ich hatte die Tage schon mal welche bekommen. Da habe ich zwei von denen gekauft mit den Kakteen drin. Und jetzt habe ich auch die anderen bekommen. Fast alle. Es sind 2, 4, 5. Ich glaube, einer fehlt, aber den gab es nicht. Und die kosten 87 Cent. Und ich zeige euch mal ganz schnell. Dafür denke ich, mache ich jetzt nicht extra ein extra Video. Es sind immer 5 Motive. Und den finde ich auch sehr schön für ein schönes romantisches Album oder so. Passen die Motive echt gut zusammen. Ja, gefällt mir sehr gut. Darum durfte der mit. Ja, auch wenn ich wirklich im Moment nicht mehr weiß, wohin mit meinem Papier, aber gut, ich werde einen Platz finden. So, dann haben wir diesen hier. Ach so, der nennt sich English Rose, English Rose und der Summer Food. Und ja, Summer Food sagt schon alles, ne? Hier sind halt Früchte drin, sehr schön. Jetzt für den Sommer Erdbeeren, oh, sehr, sehr schön. Limetten, Blutorange oder Grapefruit. Ja, dann haben wir wieder etwas Neutrales, Ananas, Orangen. Hier auch Ananas und Orange und Zitronen. Ja, sehr schön. Ja, und den habe ich sogar beim letzten Mal schon bekommen und der ist echt super schön und der heißt Inspiring Boho und da sind wirklich sehr schöne Motive drin. Da haben wir einmal dies. Hier. Dann dieses. Ja, den finde ich wirklich richtig schön. Darum habe ich den jetzt auch zweimal. Ja, bei anderen sind sie schon wieder fast aus dem Programm. Bei uns sind sie gerade erst angekommen. Aber das macht nichts. Ich freue mich. Es gab jetzt auch die neuen Stempel. Allerdings nur diese, also diese Sets. Die habe ich aber nicht mitgenommen, weil ich schon welche bekommen habe aus meiner Gruppe. Was mir noch fehlt, sind halt die mit den Stanzen. Aber die gab es bei uns noch nicht. Vielleicht werden sie auch nie ankommen. So, dann haben wir diesen, der heißt Ocean Inspirations. Da haben wir einmal Wasser und hier alles so ein bisschen maritim und auch richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Oh, ui, ui. Ja, auch richtig schön. Ach ja. Wann soll ich das nur alles verbasteln hier? Ja, und zu guter Letzt haben wir den und der heißt Tropical Travels und das ist natürlich ein Blog, der ist für mich gemacht. Schaut euch das an. Ah, ja, der ist so schön. Also dieses Motiv in diesem Bilderrahmen, perfekt. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist echt schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Oder hier. Ja, das ist auch. Oh mein Gott. Ja, diesen Block, den hat Action extra für mich gemacht. Ich bin total verliebt. Der ist so schön. Genau, und dann fehlt wahrscheinlich noch einer, aber ja, den habe ich nicht bekommen. Das macht aber auch nichts. So, dann habe ich gekauft. Ja, für mein Gemüsebeet. Bald ist es wieder soweit und ich ziehe die ganz gerne vor. Und hier haben wir dann gleich das Treibhaus dabei. Und zwar einmal Paprika und einmal Tomaten. Die habe ich letztes Jahr auch gemacht und ich muss sagen, die sind echt toll. Die kosten 92 Cent. Also da kann man auch nicht meckern, weil man hat das Vorzugsbeet und gleich alles dabei. So, was gibt es denn noch? Genau. Dann habe ich einmal diese gekauft. Da kann ich einfach nicht
dran vorbeigehen, auch wenn ich sie eigentlich nicht darf. Aber die sind so lecker. Oh mein Gott. Ja, dann durften einmal mit für meinen Sohnemann Murmeln. Ja, mein Kind spielt Murmeln und ich bin total begeistert. Er braucht dazu keinen Fernseher, keinen Joystick, sondern geht tatsächlich raus in den Garten und spielt mit Murmeln. Ich bin hin und weg. Davon durften einige Pakete mit. Achso, falls euch das interessiert, die Murmeln kosten 65 Cent. Genau. Dann durften für die Kinder einmal mit Nippon. Wobei ich die auch schon gut verstecken muss, damit ich da nicht rangehe. Oh, ist aber auch furchtbar. So, dann gab es wieder. Da weiß ich nämlich, dass letztes Jahr ganz, ganz viele auf der Suche danach waren. Es gibt wieder diese Spitzenlaternen. Die kosten 1,99, wenn mich nicht alles täuscht. Spitzenlampion, weiß und oder rosa. Bei uns gab es nur weiß, 1,99 €. Genau, die fand ich auch schön. Letztes Jahr habe ich sie nicht bekommen. Ich habe sie immer bei euch gesehen oder in anderen Halls gesehen, aber ich habe keine bekommen. Genau. So, das durfte mit. Dann zeige ich euch das gleich. Und mal schauen, oh, was hier noch so in meiner Tasche drin ist. Außer Murmeln. Ach ja, da ist noch mal ein zweites Set von den Aquapinseln. Oh. Wenn diese großen Taschen auf dem Boden stehen, dann ja, ansonsten sind nur noch Murmeln drin. Genau. Und dann habe ich einmal mitgenommen, auch zum Vorziehen fürs Gemüsebeet, Cherrytomaten und Blumenkohl. Genau. Wir ziehen unser Gemüse immer vor, das ist total cool. So, und dann habe ich bekommen... Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so neu sind. Für uns, bei uns waren sie jetzt neu. Und zwar die 15x30 Blöcke. Da habe ich die Tage schon welche gekauft. Da gab es aber nur... Hoppala. Ja, beim letzten Mal, als ich da war, gab es nur diese. Da habe ich diesen und die beiden schon mitgenommen. Die beiden habe ich besorgt, weil mir hat die liebe Melli sie besorgt und ich habe sie... auch für jemanden besorgt. Ja, und heute gab es dann auch die anderen dazu. Genau. Und die durften dann auch mit. Und ich zeige sie euch jetzt auch mal ganz kurz. Der ist natürlich auch wieder super wie für mich gemacht. Alles schön in grün und mit Glitzer. Und foliert. Also Glitzer und foliert. Mehr, was will man mehr? Hier mit Gold. Und ich finde die Motive auch richtig schön. Und ich mag diese 15x30 Blöcke wirklich. Die ganz großen, ja, ich kaufe sie immer, aber die verbastle ich am wenigsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das war dieser. Dann haben wir diesen und den finde ich richtig schön. Den habe ich schon in einem Haul von Wildrose gesehen, von der lieben Bianca. Und da habe ich noch gedacht, oh mein Gott, der ist so schick, den müsste ich eigentlich auch haben, aber bei uns gab es die nicht. Jetzt sind sie da und der musste natürlich sofort mit, weil der ist echt totschick. Schaut euch das mal an, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, hier das glitzert wieder und hier ist das Motiv dann foliert. Also finde ich echt richtig schön. Glitzer und hier, ja. Sehr, sehr schön und was mich am meisten freut, ist, dass dieser mit Silber foliert ist und nicht mit Gold. Weil Gold ist so, ja... nicht wirklich meins. Ich mag lieber Silber. Ja, ich finde ihn so schön mit den Herzen. Leider ist Valentinstag schon vorbei. Es gab ihn da schon, aber nicht bei uns. Ja, so ist das. Oh, das ist ein sehr schönes Papier.
Aber für den Liebsten vielleicht mal, ne? Jo. So. Dann haben wir dieses. Das ist so, ja, alles so ein bisschen tropisch. Und das ist eigentlich ja der Block für die liebe Melli. Ich glaube, den hat sie auch schon. Ja, da haben wir dann diese Palmenblätter und so, die glitzern. Und hier wieder foliert. Glitzer, foliert. Dann haben wir Flamingos und die sind ja mal totschick. Und hier sind die Flamingos dann foliert. Ananas. Noch mehr Ananas. Ja, und hier haben wir nochmal Flamingos. Auch sehr schön. Und hier auch wieder foliert. Ja, finde ich richtig toll. Hier haben wir noch Wassermelonen. Ja, für ein schönes Sommeralbum, Urlaubsalbum, genau der richtige Block. Ja, der musste natürlich auch nochmal mit. Ich habe ihn zwar schon zweimal, aber ja, da kann ich nicht genug von haben, ne? Und der ist echt so, so schön. Also erstmal haben wir diese ganz normalen Motive. Hier, schaut euch das an. Ich flippe aus. So schön. Ach ja. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir sehr gut. Oh, die sind toll. Also die sind richtig schön, finde ich. Und dann haben wir das Ganze nochmal foliert. Ja, also auch wieder ein Block, der sehr schön aufeinander abgestimmt ist und auf mich abgestimmt ist. Ja, dann habe ich diesen mitgenommen. Den hatte ich zwar schon mal, habe ich euch ja gerade gezeigt. Der ist auch eigentlich gar nicht so meins, ne? Aber ja. Ich habe dann so die Macke, dass ich sage, ja, dann möchte ich das Set auch gerne komplett haben, obwohl das totaler Blödsinn ist, ich weiß. Und da sind Papiere drin, die sich irgendwie so ein bisschen wiederholen, finde ich. Obwohl das hier wieder schön ist, das gefällt mir und das hier in Gold foliert, das sieht richtig edel aus, muss ich sagen. Ja, aber das Motiv hatten wir zum Beispiel schon in einem anderen Block. Das ist auch schön. Ja, also wie gesagt, der ist nicht so hundertprozentig meins. Den wiederum finde ich richtig, richtig schön und nicht nur wegen den Kakteen, sondern weil er von den Farben her sehr, sehr schön ist. Also mir gefällt dieses Kombination von ja hier einem dunklen Rosa und dem Türkis sehr, sehr gut. Finde ich richtig schön. Hier, das ist ganz toll mit der Silberfolie. Ja, dieses Motiv wiederholt sich irgendwie, habe ich das Gefühl, in allen Blöcken. Hier haben wir Federn und die sind foliert, mal der Oberhammer. Hier, das ist auch richtig schön. Da haben wir dann auch Silber. Also ganz toll. Hier sind wieder Blätter. Punkte, Punkte geht auch immer. Punkte finde ich auch richtig cool. Ja, und hier haben wir nochmal Kakteen. Ja, und das war's auch schon. Ja, genau, das war so mein kleiner Haul. Wie gesagt, dieses Mal war es gar nicht so viel. Ich wollte eigentlich auch nur nach diesen Aquarell Farben schauen und also diesen Pinselstiften. Und dann gibt es wohl auch noch ein Aquarellpapier. Das hätte ich natürlich auch gerne gehabt, alleine schon, um es zu testen. Was jetzt nicht heißen soll, ich habe mindestens 5 Blöcke Aquarellpapier hier von verschiedenen Firmen, aber ich schaue halt gerne, ja, wie ist das? Zum Beispiel das Foliapapier ist im Moment mein absoluter Liebling, weil das sich so traumhaft verarbeiten lässt. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich teste das vom Action natürlich auch mal und berichte euch, wie das ist. Damit wir uns da unser Urteil bilden können. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich muss die Sachen ja, um euch zu sagen, oder ich muss nicht, aber um euch ein Urteil geben zu können, muss ich die Sachen testen. Und um die Sachen zu testen, muss ich sie natürlich kaufen. Naja, egal. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine tolle Restwoche. Die ist ja kurz für alle Arbeiter. Und ansonsten, tschüss!